Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starfield. Wir sind noch auf der Station, wo wir den Comspike stehlen sollen. Und ihr wisst ja vielleicht noch aus der letzten Folge, wie soll ich sagen, ich und Schleichen, das ist ungefähr so weit entfernt voneinander. Und von daher ist mir das nicht gelungen. Ich habe, nachdem ich Schluss gemacht habe, ich ungelogen eine Dreiviertelstunde noch versucht, diese Scheiße zu finden und nicht gefunden zu werden, also selbst entdeckt zu werden. Hat dann irgendwann geklappt. Ich habe jetzt die tolle Rüstung an oder die tolle Uniform. Bin gespannt, wie wir weiterkommen. Wir sehen uns nach dem Intro und dann drückt die Daumen, dass das besser wird. Alles klar, Andrea geht schon mal vor. Ich hoffe, wir werden hier jetzt nicht irgendwie geschnappt. Obwohl hier. Ah ja, stimmt. Juan, hallo. Gut, und ich höre keinen Alarm und keine Warnungen. Sehr gut. Wenn du eine Uniform hast, dann zieh sie an. Ja, habe ich. Nicht auf. Ich weiß nicht, was genau du suchst, aber da ist sicher noch ein Kontrollpunkt. So weit unten brauchst du womöglich einen Passcode. Shit. Die Kontrollpunkte waren bis jetzt kein Problem. Glaube kaum, dass der hier anders sein wird. Reiz sie einfach mal so quer durch den Raum. Hört ja keiner. Deswegen gibt es die Codes. Versuch's im Sicherheitsbüro. Dort gibt es sicher einen Computer, den du nutzen kannst. Super Sache. Wir reden weiter, wenn du. Erhalte einen Freigabecode, finde einen Intercom, um mit Ruhan zu sprechen. Okay. Ja, easy. Okay, dann ja. Versuchen wir einfach mal dahin zu gehen. Wir können ja unauffällig laufen. Oh, hier. Hier wurde in letzter Zeit viel über die Projekte auf dieser Station gemunkelt. Innerhalb der Einheit wird ständig darüber geredet. Jeder hat irgendeine Theorie, was da unten in der Technikstation vor sich geht. Hier ist meine. Das geht mich überhaupt nichts an. Ich halte mich einfach bedeckt, befolge die Befehle und hole mir meine Creds ab. Ich weiß zumindest noch, was das Wort Befehlskette bedeutet. Ja, ist man 15 Minuten zu früh, ist man immer noch 10 Minuten zu spät. Ach so. Ich kenne dein Gesicht nicht, Fenrich. Bist du neu? Ja. Verlaufen, Fenrich? Nein, ich muss hier hin. Ich hab, dringende Geschäfte hier zu erledigen. Oh. Ein Helm. Aber der ist bestimmt schlecht. Sofort stehen bleiben, Fenrich. Ja. Warum bist du nicht auf deinem Posten, Scheiße. Fenrich? Wer ist dein befehlshabender Offizier? Ich hätte da nicht hingehen sollen. Ich gehe ja schon. Okay. Oh. Ich stehe also zur freien Verfügung. Okay. Darf ich hier so dran vorbei? Wir machen das einfach. Ich brauche einen Zugangscode, Marine. Seit wann ist der gesperrt? Wenn Natara das Sagen hat. Was? Zugang zum Kommandodeck? Nur mit Freigabecode. Ach, so ein Mist aber auch. Ach ja. Vielleicht solltest du dir von deinem befehlshabenden Offizier eine Karte zu deinem Posten zeichnen lassen. Könnte helfen. Sei doch nicht so. Okay, da kommen wir so nicht ran. Finde einen Lüftungsschacht. Ja, der gute alte Lüftungsschacht. Also wenn ihr jemals irgendwie was Sicheres bauen sollt oder ein Schiff braucht oder was weiß ich was, macht die Lüftungsschächte so klein, dass da niemand durchpasst. Ja, schlimm ist das. Okay. Wir speichern wieder vorsichtshalber. Ihr habt gesehen, was passiert, wenn ich schleichen muss. Es tut mir wirklich leid. Ach, da sind aber ja voll viele Leute. Jetzt ist die Frage, wenn wir da runter droppen, ob die uns dann, naja, ob die sagen, okay, der ist ja hier drin, also ist das ja kein Problem. Oder ob die sagen, was willst du hier? Wir versuchen das mal so. Einfach, die gucken nicht nach oben. Unten sind Computer, die man nutzen kann scheinbar. Bisher läuft das sehr gut.
Tag nicht vor dem Abend loben, ich weiß. Haben wir alles gebraucht. Steht da oben ist. Unten ist ein. Wir speichern nochmal. Beweg dich. Projekte. Was ist das? Heinrich Plus. Weitere Sicherheitsanforderungen. Genehmigung beider Commander. Ziel des Projekts Wallen ist die Entwicklung eines intelligenten Schildsystems, das größeren Raumschiffen effizienteren und energiesparenderen Schutz bietet. Anstatt Schildenergie für alle Module zu generieren, würde das intelligente Schildsystem energiebasierend auf Prognose-Algorithmen umleiten und dabei Daten nutzen, die auf der klassischen Bayesischen Statistik und der Zeitreihenanalyse beruhen. Ach ja, easy. Indem eine Reihe von Faktoren mit hoher Wahrscheinlichkeit berechnet wird, zum Beispiel Entfernung, Leistungsfähigkeit des feindlichen Schiffes und wahrscheinliche Ziel, würde das System vor einem Angriff Schutzschilde für bestimmte Module generieren, anstatt sich auf Berechnungen in letzter Sekunde zu stützen, die für den praktischen Gebrauch zu langsam sind. Besser, ja, okay. Okay, okay. Projektgenehmigung. Genehmigung erteilt. Comspike. Projektleitung und Genehmigung. Heinrich Plus wieder. Frage aber für Ebene 4 sollte nur mit Genehmigung des Commanders vergeben werden. Okay. Dr. Vogel. Sicherheitsfreigaben aufwerten. Ah. Ich habe mir jetzt quasi selber die Genehmigung gekriegt. Gegeben. Na gut, das wissen wir schon, haben wir schon gehört. Was ist das? So. Lenkraketensystem. Würde ich auch nehmen. So, der Typ ist noch manipuliert. Müssen wir nur... Also... Ah, verdammte Scheiße. Gehen wir jetzt hier raus? Ja... Weil ich habe ja jetzt die Freigabe, ne? So habe ich das verstanden. Gucken wir mal, gleich laden muss. Pilotennase. Ein paar Pilotennase sollen auf Station gebracht werden. Sie hätten mich fragen sollen, das hätte ihnen die Mühe gespart. Schließlich bin ich für die Vanguard geflogen. Ah ja, streng geheimes Projekt. Ja, das wissen wir. Gelöscht, gelöscht. Okay. Ja, Palavi. Ah ja. Wir haben hier also Spaß. Küste kommt hier. Was ist hier noch? Hier ist also alles das Gleiche. Ich kenne dich nicht, Fähnrich. Hast du wirklich eine Freigabe? Ja, 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 ja. Oh, hier ist ein Slate. Vielleicht liegt es daran, dass ich mir zu viele Videos angeguckt habe, aber die Station jagt mir eine Scheißangst an. Ich höre Schritte aus den Lüftungsschächten kommen, als ob da drinnen jemand unterwegs ist. Jemand oder irgendwas. Ich weiß, dass wir keine eigenen Knarren mitbringen dürfen, aber ich werde mich sicher nicht von einem abartig aussehenden Monster umbringen lassen. Ich habe ein paar Waffenmods mit einem persönlichen Sachen reingeschmuggelt. Jetzt muss ich mir nur noch ein bisschen, basteln, ohne dass der Lieutenant oder Commander Navarra etwas davon mitbekommt. Ich kann ja mal kurz reingucken, was er da denn so gesammelt hat. Hoffentlich bringt dir das, bevor wir entdeckt werden. Ja, ja. Du, wir gehen hier jetzt einfach weiter. Wir gehören hier hin. Wir laufen die Tests für den Comspike. Dr. Vogel hat mehr Personal angefordert. Es hat wohl einen Unfall gegeben. Dieser Doktor macht immer nur Probleme. Ja, wir tun so, als wenn wir hier hingehören. Können wir uns um die möglichen Informationslecks Sorgen machen? Nein. Nein, nein. Das ist völlig normal.
Kann ich hier noch machen? Ah. Wir haben die Freigabecodes. Solange wir keine handfesten Beweise hilft mir jetzt aber nicht wirklich, ne? Behalten wir einfach den Laderaum im Auge. Scheiße. Jetzt. Ah, das könnte doof sein. Verdammt. Naja, jetzt ziehen wir es durch eben. Mich zu informieren, wenn er verdächtig ist. Oh mein Gott, ich bin hier nur am Speichern, aber hier darf ich bestimmt nicht rein. Die sind viel wert, die Sachen. Das sind jetzt meine. Darf hier sein. Habt wieder Rücken. Der Kampf steckt mir noch voll in den Knochen. Ja, der war übel, ne? Ich weiß noch, als wir beide da waren. Fähnrich, wenn du diesem Bereich nicht zugewiesen bist, musst du gehen. Oh, sorry, ja. Ich war hier nur aus Versehen. Ich habe mich verlaufen. Ich gehe da mal lieber. Ich bin quasi schon weg. Jetzt. Da hinten. Transportlifts. Okay. Also, bisher läuft das gut. Erstaunlicherweise. Dumm, die dumm. Muss hier sein. Hat geklappt, es hat geklappt. Uhu! So aufregend. So, Intercom finden und vor allem mal eben kurz hier Andrea was geben. Weil ich schon wieder überladen bin. Wie kann das nun passieren? Rucksäcke, den kannst du mal nehmen und Anzug kannst du nehmen und Waffen kannst du bitte nehmen. Ja hier, du kannst auch noch eine Betäubungsmine nehmen und die Teilchengranate. Ich habe meine Kleidung nicht mehr an. Pass auf dich auf. Doch. Hä? Wurde da nicht angezeigt gerade? So, Intercom. Dayu hier. Fracht ist nahezu entladen. Wir fliegen bald ab. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Ich kann allerdings eine Weile im Orbit bleiben. Ich muss Delgado ohnehin benachrichtigen, wenn du es nicht von der Station schaffst. Aber wie es aussieht, musst du dir selbst einen Weg dort raussuchen. Oh, wie nett. Du steckst Danke. Nicht fest. Auf einer Station von der Größe kannst du mit Sicherheit ein anderes Schiff stehen. Als Mitglied der Crimson Fleet kriegst du das doch hin. Oh. Ja, na klar. Ah. Ich mag dein Selbstvertrauen. Du bekommst noch die Chance zu zeigen, was du drauf hast. Viel Glück. Wenn du lebend da rauskommst, komm ins Nova, dann kauf ich einen Drink. Ich freue mich so. Ah. Ja. Okay. Ja. Wir machen einfach weiter. Ja, hier müssen wir sein. Muss mal kurz was am Techniklabor-Computer testen. Projekt Erzengel, ergänzender Vorschlag. Oh. Ein neues Graf-Antriebsmodell. Versetzung von Erzengel-Pilot. Aufgrund des Unfalls, bei dem zwei seiner Kameraden ums Leben kamen, beantrage ich die Versetzung des Piloten Alex Wong, Codename Erzengel Azrael, auf die UC Vigilance. Hey, wir wissen was über den Kollegen jetzt. Sein geistiger Zustand lässt eine Fortsetzung nicht zu. Außerdem benötigen wir Ersatzpiloten für Projekt Erzengel und Comspike. Bis die neuen Piloten überprüft sind, werden die übrigen verfügbaren Tester die Flüge unter sich aufteilen. Die Leiter sollten dem Piloten einen Code für den Kontrollpunkt zukommen lassen. Dieses Projekt klingt in der Tat vielversprechend, Dr. Ram. Wer auf seine Instinkte hört, wird nie wirklich fehlgeleitet. Leider aber habe ich für neue Projekte aktuell weder Zeit noch Muße. Außerdem würde meine Anwesenheit der Chance auf Bewilligung durch das Mast wohl nur im Wege stehen.
Denken Sie nur an die vielen Hürden, auf die Projekt XNN wegen der Beschaffung der von mir benötigten Proben traf, von der Bewegung durch gefährliches Terrain bis zum bürokratischen Aufwand, den jede Deep Space Mission mit sich bringt. Hinzu kommt Commander Woods Verstrickung in meine Projekte. Daher sollten Sie Ihren Antrag lieber ohne mich stellen. Ich wäre nur eine Last. Budgetkürzung, das ist ja ungünstig. Okay. Das lesen wir auch nochmal vor. Sandra, ich weiß nicht, was ich von Dr. Vogels improvisierten Vorschlag halten soll, sein Labor in einen nicht-euklidischen Raum zu verwandeln. Er meinte da, du wüsstest da genauer Bescheid, aber irgendwie bezweifle ich das. So sehr ich das ComSpike-Projekt intellektuell gesehen bewundere, fehlt mir die Arbeit mit dir und Dr. Ames. Hoffentlich wird Projekt CloudStrike bewilligt, sodass wir wieder zusammenarbeiten können. Sollte ich mit Commander Natara darüber reden? Ich kenne sie zwar nicht, halte meine Bedenken aber für berechtigt. Manchmal wirkt Dr. Vogel so, als hätte er einen. Und ja, Sandra, dieses Wortspiel bleibt drin. Ah. Okay. Wir speichern. Zum 12.000. Mal. Guck mal. Ich gehe schon. Ich habe mich aus Versehen verlaufen. Ich musste nur mal kurz den Computer benutzen. Tür verriegelt, Experte. Gucken, ob wir beobachtet werden. Bumm. Der wird nicht passen. Das könnte gehen. Und der Einzelne. Der würde funktionieren. Und der aber nicht. Der wird auch nicht funktionieren. Der würde funktionieren. Und der hier dann, ne? Nee, Quatsch. Doch. Wie schnell kriegst du das hin? Schnell. Also. Techniklabor-Computer nochmal. So, das ist das gleiche wie gerade eben. Was ist jetzt dein großes Projekt? Ah, ich höre was. Sagen? Dann muss ich dich ja töten. Den Witz kennen wir doch. Hab ich auch schon mal gehört. Nicht. Deutlich. Der könnte gehen und dann der hier. Ja. Vertrauen ist nicht mehr in Mode. Nope, du würdest aus der Luftschleuse fliegen, aber ich würde versuchen, es nicht zu genießen. Oh. Wieder ein Lüftungsschacht. Wir sollen da unten hin. Also würde ich sagen, müssen wir da auch runterdroppen, wa? Wenn ich hier aufmache, passiert hier was? Oh, hallo. Ich mach die Tür mal wieder zu. Ihr müsst das ja nicht sehen. Und da will ich hin. Okay. Ist jemand drin? Ja. Dahin. Oh, hier sind zwei Leute. Dass das geht. Dass das geht. Andrea, wenn du jetzt die Kiste aufmachst, ne? Die Tür aufmachst. Sprich mit dem Commander. Wegen der Wiedereinsetzung. Oh. Natara tut dir einen Gefallen, Maschine. Wäre dir ein Kriegsgericht lieber gewesen? Eine unehrenhafte Entlassung? Das stand nämlich alles zur Debatte. Wenn wir schon hier sind. Hätte lieber so bleiben sollen, wie es war. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber meine Arbeit am ComSpike war und ist irrelevant. Dr. Vogel schafft das auch ohne dich. Außerdem wissen wir beide, dass du nur im Projekt warst, um das Budget aufzublähen, damit wir die Quests unterschlagen können. Und in diesem Sinne sollte dein Anteil in Kürze auf dein Konto bei der Galbank überwiesen werden. Was soll ich dazu denn sagen? Diese Mittel sind der Grund dafür, dass ich keinen Job habe. Du könntest dich bedanken. Ich habe dich sogar gewarnt, nicht ins Wespennest zu stechen. Und Commander Natara ist in diesem Fall der Wespenschwarm. Erin hatte recht. Ich hätte es nie abschicken sollen. Das war die Mail, die wir gefunden haben. Ja, du hast es verbockt. So richtig. So richtig. Aber du kannst Dr. Kang und die Untertanen des Königs schützen, indem du ab jetzt den Mund hältst. Ja. Hey, willst du einen Rat? Ah, hier. Finde einen Planeten am Rand der Galaxie, wo du dich entspannen kannst. Leg die Füße hoch und lass mal richtig die Seele baumeln. Nee, dann denk einfach nicht mehr dran.
Und guck nicht wie ein trauriger Hundewelpe. Das lässt sich schuldig aussehen. Und welches Gesicht soll ich dann aufsetzen? Transponder-Daten. Hallo, Gabriel. Das Jaffa-System abzufangen könnte gut funktionieren. Hey, wer bist du? Hey. Was tust du hier? Hast du das Schild nicht gesehen? Oh, habe ich wohl übersehen. Ich bin vom Sicherheitsteam. Ich bin hier, um den Comspike zu holen. Ich bin für eine Routineprüfung des Comspike hier. Ich brauche Zugang zu dem Gerät. Schild? Welches Schild? Das Schild, auf dem steht, oh. Keine Besucher. Habe ich wohl übersehen. Moment, haben Sie das nicht aufgehängt? Ich habe vor das wird Ewigkeiten sein. Darum gebeten. Aber seit Commander Natara hier den Befehl hat, gibt es neue Prioritäten. Oh ja, ich habe schon verschiedenste Entschlüsselungsverfahren studiert, bevor du deinen ersten Grafsprung gemacht hast. Signalprotokoll, Quantensymmetrie, Schlüsselaustausch, verschachtelte Extrapolation. Ich habe über alles schon referiert und vermutlich die Hälfte wieder vergessen. Aber ich wusste es einmal. Ja, Den Comspike? Den kann ich dir nicht einfach geben. Es ist ein Schiffsmodul. Das wusste ich. Es ist an einem Prototyp in einer Dockingschleuse installiert. Wir testen gerade noch die Entschlüsselung verschiedenster Signaltypen, aber die Ergebnisse sind schon jetzt sehr vielversprechend. Das Modul kann sogar bei der Übertragung verlorene Daten interpolieren. Es ist wirklich erstaunlich. Mit so einer Entschlüsselung kann das Militär viel anfangen. Klar haben die UC Interesse dran. Du klingst begeistert von dem Potenzial. Wie wäre es, wenn du es auf Deutsch wiederholen würdest? Es ist nicht vergleichbar mit dem Knacken der Enigma, aber die taktischen Vorteile liegen auf der Hand. Wir werden alles schlussfolgern können, von Schlachtplänen bis hin zu Essensgewohnheiten. Nicht, dass uns so etwas interessiert, außer es geht um die Auswirkungen von Ernährung auf Kampfbereitschaft. Und ja, es müssen noch einige Mängel behoben werden. Fehlende Teile und die eine oder andere traumatische Verletzung. Aber das ist alles Teil des Abenteuers. So kann man das natürlich auch ausdrücken. Klingt, als wäre es noch nicht ganz fertig. Pilot wäre was für mich. Ich liebe Abenteuer. Sag mir einfach, wo das verdammte Ding ist. Ein Schiff ist perfekt. Ich kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das sage ich nicht. Ja, es ist nicht das Ziel, sondern der Weg, der zählt. Ach so, vor allem, wenn das Ziel der Tod ist. Ja, das stimmt. Aber keine Sorge, wir haben das Problem mit dem Lebenserhaltungssystem des Schiffs behoben und statistische Modelle zeigen eine Fehlerquote. 2% ist wenig. 2%. Was ich sagen will, ich habe ein ganzes Geschwader dieser tapferen und furchtlosen Marines für die Station angefordert. Sie machen einen letzten Test mit dem Prototyp. Und wenn es nur minimale Verluste gibt, zeigen wir dem Mast unsere Ergebnisse. Geil. Okay. Hier an Hintergehen. Keine Zeit. Der Captain der Jade Swan versucht, den Comspike zu stehlen. Ich muss das Prototyp-Schiff sofort sichern. Ich gehöre eigentlich zum neuen Testflugpersonal. Ich habe ja dieses Manipulieren-Ding. Eigentlich müsste das klappen. Versuch's jetzt. Kann ich hier nochmal speichern? Nein. Schade. Großartig. Das war flott. So. Der Antrag ging doch erst heute Morgen raus. Ja, du bist wichtig, deswegen. Sonst wird meinen Anträgen nicht so viel Beachtung geschenkt und nicht so schnell. Das ist irgendwie verdächtig. Nein. Wir haben keine Zeit für sowas. Ich sage doch, es ist ein Notfall. Die Gründe sind geheim, aber ich wurde gebeten, dieses Schiff persönlich zu fliegen. Ein ziemlich hohes Tier hat einen Gefallen eingefordert. Verdammt. Versuchen das erst. Commander Natara hat mir nie einen Gefallen getan. Warum würde sie jetzt damit anfangen? Ja, recht. Der logischen Kette folgend bist du das, was ich brauche. Und wir brauchen dringend Personal. Warum habe ich diese Option nicht? Wir haben keine Zeit für so. Die Runde sind geheim. Eigentlich, das wäre ja, wenn man der Konversation folgt, einfach Quatsch. Den Spruch kenne ich. Tut mir leid. Wenn es sonst nichts weiter gibt, ich muss ein... Na gut. Oh. Ja, bringt ja nichts. Dann lade ich das halt nochmal. Oder haben wir noch eine andere Möglichkeit, ihn irgendwie... Vielleicht finden wir hier irgendwas.
Möchte noch mal kurz mit dir sprechen. Richtig? Ja gut, dann bringt das nichts. Sonst komme ich da ja nicht ran. Obwohl, eigentlich weiß ich ja, in welcher Bucht das Ding steht, ne? Ach, da müsste ich doch auch so hinkommen. Ja, du hast es verbockt. So richtig. Aber du kannst Dr. Kang und die Untertanen des Königs schützen, indem du ab jetzt den Mund hältst. Ja. Hey, willst du einen Transponder-Daten aus dem Jaffa-System abzufangen, könnte gut funktionieren. Aber wir versuchen das nochmal. Was tust du hier? Hast du das Schild nicht gesehen? Denk einfach nicht mehr dran. Nicht wie ein trauriger Hundewelpe. Das lässt sich schuldig aussehen. Und den Kong Spike? Den kann ich dir nicht einfach geben. Es ist ein Schiffsmodul. Scheiße, jetzt habe ich die Slater die ganze Zeit im Hintergrund. Das Modul. Es ist nicht vergleichbar. Bla bla. Wir werden alle nicht das uns. Und ja. Ja. Was hatten wir? Das passte ja auch einigermaßen. Was ich sagen will. Sie machen. Aber mich nicht zu überzeugen. Großartig. Sonst wird. Also. Das hat nicht geklappt. Die Gründe sind geheim. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen. So, ja. Und dann. Ein Testpilot. Guter Punkt. Na gut, du hast mich überzeugt. Hey! Willkommen bei der Testfliegerei. Cool. Du brauchst eine Uniform und ein Passwort zum Autorisieren eines Flugs. Dann musst du noch Nataras lästige Kontrollpunkte. Und wieder Kontrollpunkte. Passieren. Die Uniform. Ich will keine Kontrollpunkte. Bereich. Das Passwort erhältst du von mir. Das Prototypschiff ist in Andockbucht 8. Mit dem Passwort erhältst du Zugang zu den Flugterminals im Kontrollzentrum. Und natürlich wünsche ich dir viel Glück. Du erweist der Wissenschaft mit deinem Opfer einen großen Dienst. Danke. Muss ich schon wieder irgendwelche Klamotten klauen? Gut, also das haben wir hingekriegt. Jetzt muss ich da hinten. Hier ist auch noch was. Dann gucken wir erstmal, was hier ist. Das sieht doch gut aus. Das ist der richtige. Oh, jetzt habe ich auch so einen coolen Helm. Den wollte ich doch haben. Aber der sieht natürlich von den Werten ziemlich schlecht aus. Oh, fuck. Naja, egal. So, jetzt habe ich die Pilot. Hä? Ich hab sie nicht an. Aber naja, egal. Wo haben wir denn da? Ich bin ein Weg, um den Kontrollpunkt zu umgehen. Tja. Gute Frage, Mann. Oh, muss ich auch so einen Rucksack anziehen? Ich darf von. Oh ja. Hab ich sogar. Anzug, Rucksack, Helm habe ich jetzt gekriegt, ne? Den Rest. Egal. Gut. Kontrollpunkt umgehen. Pilot? Ja, was? Moin. Ja, ja. Wenn du Flugerfahrung hast, solltest du mit Dr. Vogel sprechen. Weiß nicht. Habe eine Discovery geflogen. Bei neuer Oh, nee, hier wollte ich nicht rein. Sorry, ich mach die Tür wieder zu. Ah, wie kommen wir da hinten hin? Transportlifts. Einmal runter wäre doch sinnvoll, oder? Verweigert? Scheiße. Okay, das geht schon mal nicht. Haben die alle ihre Waffe im Anschlag? Verdammt. Willst geht das? Du dich zum Pilotendienst melden? Ja. Zugang gewährt. Begib dich zum Kontrollzentrum Perfekt. Und melde den Flug an. Viel Glück. Na klar, mache ich. Nimm dir einen Testflug an.
Locking Pods nehmen hier hoch. Tja, ich habe niemand Verdächtiges gesehen. Nee. Ich habe gehört, die Person könnte in einer Marineuniform stehen. Nein, 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 das stimmt nicht. Okay, ist ja egal. Nehmen hier hoch. Oh. Na gut. Wollte ich nicht. Hallo, ich muss einmal einen Testflug machen. Das ist alles sehr streng, seit komm's back. Mando Natara für Commander Woods übernommen hat. Vielen Soldaten gefällt es nicht. Ja, die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Gut, dass die immer alles sofort erzählen, ne? Aber egal. Die sind halt sehr mitteilungsfähig. Geschenke nehmen wir noch mit. Ich würde da so gerne reingucken. Da sind bestimmt gute Sachen dran. Aber naja, wir müssen einen Testflug machen. Alles in Ordnung. Ja, das ist gut. Das nehmen wir aber noch mit. Hier, das glaube, sind ja Geschenke quasi. Zu viel auf. Nee, nee, das ganz ist genau richtig. So. Dumm, die dumm. Wir sind schon mal im Schiff. Sind da jetzt noch andere drin? Okay, hier ist direkt Schneider. Okay. Cool. Zack. Prototypschiff, Startfreigabe erteilt. Wir beginnen nach dem Abflug mit dem Test. Ab da. Flugtestdaten werden aufgezeichnet. Wir bitten um Beachtung des Flugplans und stehen bei Problemen zur Verfügung. Okay. Das Ding sieht ja ganz nett aus. Können wir das registrieren auf mich? Nein. Okay, so nett sieht das doch nicht aus. Ja. So. Wir sollen jetzt zum Schlüssel zurückkehren. Das heißt, hierhin. Können wir da direkt hinjumpen? Yes. Tschüss, danke für das Schiff. Hey, willst du das haben? Kühne Reise auf dem Ozean der Sterne führt uns hierher. Okay, Leute. Wir haben es geschafft. Eine Schleichmission. Zwar mit viel Speichern und in der einen Sequenz sehr viel Laden, aber wir haben es geschafft. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Ich hoffe, ihr auch. So, ich kann wieder meine Klamotten anziehen. Und das mache ich auch, weil... was natürlich nett ist, wenn ich schwerer zu erkennen bin. Wobei, die sieht cool aus. Scheiß auf erkennen. Ich schleiche ja eh nie. Helm Tarnung. Der Helm sieht zwar cool aus, aber das sieht noch cool aus. Doch, das gefällt mir. Das nicht. Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Wobei, nee, hier. Da, das ist besser. Okay, die Werte sind besser. Tut mir leid. Aber den Helm, das sieht trotzdem aus. Weil. Ich den für sowas? Nee, ne? Sicher, sicher. Ah, aber die Ausrüstung brauche ich nicht mehr. Weil da ist meins auf jeden Fall besser. 90 und hier 100. Auch wenn der echt cool aussieht. Hallo, Neuling. Bringst du mir ein neues Spielzeug? Geh ruhig rein und bring alle auf den neuesten Stand. Ab jetzt übernehmen wir. Schickes Schiff hast du da mitgebracht. Wird ein Spaß, daran rumzubasteln. Ja, viel Spaß. Wird zurück ins Dock gebracht. Das ist nett. Ist ja auch meins. Brauchst du was? Der Typ, der sonst immer nur Stress anfängt, sagt hier, jetzt brauchst du was. Was ist los mit dem? Hat er Ärger gekriegt?
haben auf dem Schlüssel keinen offiziellen. So, ins Nova. Okay. Oh, achso, das stimmt, die haben da so eine Shooting Range. Ich würde sagen, warum schießt hier jemand auf mich? Aber hier, feiert ihr jetzt oder was? So, muss erst zu ihr. Ich brauche einen Drink. Gut zu wissen, hallo, dass Nava recht behalten hat. Endlich ein vielversprechender Neuling in der Fleet. Du warst keine große Hilfe. Ich brauchte auch keine. Überrascht? Nava redet Tacheles und ist knallhart. Aber sie ist keine Maschine. Wie wir alle. Aber dir scheint es leicht zu fallen. Wie auch immer, ich glaube, ich schulde dir einen Drink. Danach zahle ich nie wieder. Denn wenn Delgado mit Cricks Vermächtnis recht hat, hast du mit dem Comspike schon mehr als deinen gerechten Anteil verdient. Ja gut. Cricks Vermächtnis ist genauso gut wie unseres. Niemand verschwendet meine Zeit. Das Vermächtnis sollte besser echt sein. Hat Delgado dich in den Comspike eingeweiht? Ja. Obwohl ich verstehe, warum du mir die Details nicht verraten hast. Hätte ich gewusst, dass es um das Vermächtnis geht, hätte ich vielleicht mehr verlangt. Siehst du? Du hast meine Gedanken gelesen. Es missfällt mir, meine Routen wegen einer alten Geschichte zu gefährden. Aber ich respektiere Delgado und glaube, dass er an etwas dran ist. Was das ist, muss ich erst noch zeigen. Ob es Cricks Vermächtnis nun gibt oder nicht, wir haben einen Job und wir werden ihn erledigen. Aber ich habe... Die ist ja echt immer knallhart, ne? Ich weiß nicht, ob Sarah so gewesen wäre. Und meine Schuld ist beglichen. Okay. Zeit, Delgado die gute Nachricht zu bringen. Ja, mach ich. Sprich mit Delgado. Hier liegt noch ein Slave. Ich bin auch gerne auf alles vorbereitet, aber irgendwann ist einfach Schluss, oder? Zur Crimson Fleet geworden. Nach meinem Ausbruch aus dem Schloss wollte ich die nächste Stufe. Oh, ich dachte, es geht weiter mit dem Slave. Ich hatte den Schlüssel, ein paar UC-Schiffe. So, da oben. Diese Auftragsbörsen leben sich noch nicht mehr von selbst. Also ließ sich das verbreiten. Und schon kamen bald Piraten aus allen Winkeln der besiedelten Systeme zu mir. Und so ist die Crimson Fleet entstanden. Ganz genau. Der Schlüssel wurde zu unserer Operationsbasis. Wir brachten Monate damit zu, die Verteidigungsanlagen zu verbessern. Ja, wir hören das mal eben zu Ende, sonst ist es wieder doppelt. Zunächst einmal gab die UC Security auf und ließ die großen Jungs ran, die UC Navy. Die Navy griff den Schlüssel an. Ich würde sagen, es gab in den letzten Jahren wohl 3 große Angriffe. Und wie unschwer an der Tatsache zu erkennen, dass wir dieses Interview führen, waren sie alle Blamagen. Glaubst du, dass diese Blamagen zur Gründung der UC SysDev geführt haben? Oh, definitiv. Sie haben offenbar aufgegeben und die Verantwortung auf eine separate Division abgeschoben. So kann die UC Navy in der öffentlichen Wahrnehmung stolz und stark weiter existieren, während die UC SysDev an allem schuld ist. Armer Commander Ikande. So arbeiten die UC. Sie drehen einfach alles immer hin. Widerwärtig, oder? Das klingt ein wenig, als würdest du von den Gräueltaten ablenken wollen, die die Crimson Fleet tagtäglich begeht. Gräueltaten, ja? Und was ist ein Krieg gegen das Freestar Collective um im All schwebende Felsen? Was ist mit tausenden Toten, während die Schreibtischhengste in ihrem gemütlichen Büro sitzen und Linien auf eine Sternenkarte zeichnen? Vielleicht sollten die United Colonies endlich mal den Bullshit lassen und sich eingestehen, wer die wahren Monster sind. Okay. Eine Idee. Das hier Delgados Privatquartier? Oh ja, so sieht's aus. Ah, da haben wir das nächste Interview. Was ist die Zukunft für die Crimson Fleet bereit? Oh, es wird sich was ändern, Gale. Gewaltig. Die Crimson Fleet braucht das scheinbar nicht. In diesem kleinen Spiel zwischen den Mitgliedern der besiedelten Systeme bald ganz oben mitspielen. Eine mutige Aussage. Kannst du das etwas näher ausführen? Sagen wir einfach, dass ich kurz vor einem Riesending stehe, das alles andere komplett verblassen lässt. Das ist interessant. Das kann ich Svenja mal vorschlagen. Wenn du keine Details nennen willst, warum gewährst du SNN dann ein Interview?
Ganz einfach. Beweg dich lieber, bevor Dell dich fand. Damit die Story nicht verdrehen oder vertuschen und es klingen lassen kann, als hätten sie die volle Kontrolle. Das haben sie nämlich ganz gewiss nicht. Warum muss die Crimson Fleet diesen mysteriösen Schritt machen, zu dem du so wenig verraten willst? Oh, hier. Ich weiß. Den nehmen wir auch noch mit. Haben wir noch einen Beweis? Alles klar, ich habe nichts geklaut bei dir. Versprochen. Jasmine meint, du hättest nicht nur den Comspike, sondern gleich ein ganzes UC-Prototypschiff gebracht. Ich bin beeindruckt, Neuling. Wirklich. Der Comspike ist im Schiff verbaut. Ich hatte also nicht wirklich eine Wahl. Ich dachte mir, die Fleet könnte ein paar Ersatzteile gut gebrauchen. Wo ist mein Schiff? Zerbrich dir nicht dein hübsches Köpfchen, verdammtes Schiff. Es ist wieder hier, gesund und munter. Na, dann ist ja pass gut. Auf, Dell hat sich gerade mit einem Kompliment an dich fast die Zunge abgebissen. Willst du ihn jetzt so hängen lassen? Nimm das Kompliment einfach an, Neuling. Dell verteilt ihn nicht oft. Juan hat uns bis ins Detail über deinen kleinen Blitzeinbruch aufgeklärt. Sie hat dich ganz schön gelobt. Meinte, du wärst ein echter Profi. Ich kann's halt richtig gut mit dem Speichern und Laden. Ziemliche Leistung, wenn man von Huan Dayu gelobt wird. Alles in allem. Gut gemacht. Aber jetzt zurück zum Thema. Ja, okay. Jasmine, bist du da? Ja, ich bin da, Boss. Was gibt's? Wie läuft's? Zwei Mitglieder meiner Crew nehmen bereits das Schiff auseinander. Der Comspike sollte sich problemlos ausbauen lassen. Bin schon ganz gespannt darauf, was die Techniker der UC so ausgetüftelt haben. Weiß sie von diesen Unzulänglichkeiten mit den Toten und so? Na gut, dann bleibt nur noch das Problem mit der elektromagnetischen Atmosphäre. Und ich glaube, wir haben eine Lösung. In Neon gibt es ein Unternehmen namens Genadyne. Sie sind verantwortlich für das enorme Verteilernetz, das die Stadt mit Energie versorgt. Wenn wir ihre Elektroabsorbierungstechnologie in die Finger kriegen, kann Jasmine sie bei Bannock vornutzen. Ich glaube fest daran, dass Jazz die Technologie zum Laufen bringt. Ich mache mir Sorgen, dass es nur von Jazz abhängt, ob die Technologie funktionieren wird. Was ist das Verteilernetz? Das wissen wir schon. Ich riskiere meinen Kopf aufgrund einer Vermutung. Ja, Jazz geht da schon hin. Das wird sie auch. Sie kann einen Sprungantrieb mit verbundenen Augen zusammensetzen. Tatsache, ich hab's gesehen. Die Wette kam mich teuer zu stehen. Aber gut, zurück zum Thema, Neva. Okay. Warum sagst du uns nicht, wer unser Kontakt in Neon ist? Du triffst dich mit der entzückenden Estelle Vincent. Sie hat schon seit einiger Zeit ihre Finger am Puls von Neon. Egal welche Informationen du brauchst, sie kann sie garantiert besorgen. Estelle gehört zu den verlässlichsten Captains der Fleet. Wenn ich etwas erledigt haben will, höre ich von ihr nicht den typischen Scheiß. Sie macht es und danach teilen wir die Kohle auf. Wir werden uns sicher prächtig verstehen, das mit dem Kohleaufteilen gefällt mir. Ich hoffe, dass du mit diesem Kommentar nicht irgendwas andeuten willst. Sowas mache ich gewöhnlich nicht. Tatsächlich ziehe ich es bei weitem vor, dir jedes Wort ins gottverdammte Gesicht zu sagen. Hier ist ein Beispiel. Ich will, dass du alles tust, was Estelle sagt. Ihren Befehlen bis ins Detail folgst. Gucken wir mal. Sie ist extrem wertvoll für die Fleet. Verärgerst du sie und wir verlieren sie als Kontakt, musst du mir Rede und Antwort stehen. Wir hatten schon mit vielen eurer Captains zu tun. Das dürfte kein Problem sein. Du hast Juan nicht enttäuscht, aber sie ist fast so neu wie ihr zwei. Estelle ist anders. Estelle wird bei Madame Sauvage auf dich warten. Okay. Lass sie lieber nicht warten. Aber im Zweifel ist es ihr auch egal. Sie liebt ihren Schnaps. Und behalte das Ziel. Das ist kein Problem? Neon ist eine große Ablenkung für Leute wie uns, also konzentriere dich. Bis zu Cricks Vermächtnis ist es nicht mehr weit. Wir können uns keine Patzer leisten. Ja, alles klar. Ihr habt's gehört. Unser nächster Auftrag ist, nach Neon zurückzukehren und dort mit Estelle zu arbeiten. Das würde ich dann auch für die nächste Folge so durchsetzen. Von daher, danke, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge und mal gucken, wann wir endlich unseren Schatz kriegen und was ich dann tun muss, damit der nur mir gehört und die nichts davon kriegen. Schauen wir mal. Ich bedanke mich und bis dahin bleibt sauber. Ciao.